Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Als letztes haben wir den Typen verfolgt, dieser Herr in seine Kifferbude, möchte ich es mal so sagen. Und jetzt sind wir auf dem Weg, uns eine neue Mission zu schnappen. Ganz kurz, was bedeutet noch das blaue Symbol? Dass wir es noch nicht kaufen können. Alles klar. Filmstudio. Das ist auch irgendwie eine Sackgasse. Oh, ich sehe schon, mit dem Spiel können wir noch lange Spaß haben. Die Karre fährt gut dafür, dass es so ein klumpiges Ding ist. Fühl mich ein bisschen wie das A-Team. Boah, geil, hab ich mal rein. Rasen. Boah! Wie geplant! Aber wir fahren jetzt wieder zum Diaz. Denn bei ihm habe ich das Gefühl, kann man gutes Geld verdienen. Außerdem ist er schon auf der mittleren Insel. Bedeutet, wir kommen da gut vorwärts. Naja, so schnell fährt die Karre aber auch nicht. Wir können natürlich auch noch mal gucken, was der junge Herr am Telefon von uns möchte. Kann man das Ding umfahren? Nein. Mhm. Was für ein Vibe. Du, da hast du was zu greifen. Oh hier, oh, sogar ein Zwilling. Hm? Ah, nee, lieber nicht. Die macht uns fertig. Was? Ach, ein bedauerlicher Unfall. Dann lass uns doch mal unter das Telefon gucken. Mr. Dawson verlässt bei den Juwelier in Vice Point. Er scheidet sie aus. Ist eine Frau? Es muss wie ein Autounfall aussehen. Da ist auch eine Mrs. Es muss wie ein Autounfall aussehen, okay. Soll ich sie auch versehen überfahren oder was? Das Ganze muss wie ein Unfall aussehen. Benutze keine Waffen. Na gut, die fährt nur ein Porsche, der geht schnell hoch. Wenn ihr Auto in Flammen aufgeht, entferne ich so weit wie möglich von der Unfallstelle. Jawohl. Schade, dass ihr jetzt unsere Schimpfkratzer abgekriegt habt. Was denn? Das war nicht mit Absicht. Ach, brauchst du keine Hilfe. Lady, ihr Kofferraum ist etwas aufgegangen. Ich finde, Sie sollten den mal zumachen, ehe noch jemand was rausnimmt an der Ampel. Das muss ja nicht. Warum denn? Ich suche doch nicht, ich will doch nur Ihre Telefonnummer haben. Alles gut. Ah, ich finde es gut, dass man mit so einem klumpischen Wagen so... Ich hau ab. Ich habe damit nichts zu tun. Ups, da ist ja was hochgegangen. Na, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Das war easy. War eine schöne... Scheiße. War eine schöne Mission. Ups, da ist ja noch was hochgegangen. Ups, da ist ja noch mehr hochgegangen. Ey, das hat weh. Geht's Ihnen gut? Ja, liegt jemand, guckt mal. Hier ist eine Leiche. Naja, gut. Was für schöne Papierkörbe. Herrliche Papierkörbe. Kann man schön Mülltrennung machen. Hier fahren echt wenig Fahrzeuge rum. Ich habe übrigens mal geguckt, ob man das Spiel hier irgendwie großartig modden kann. Ja, kann man. Kann ein paar Autos hinzufügen und das Werbeplakate am Flughafen anders aussehen. Was gab's noch? Weiß schon gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall nichts Geiles, sonst hätte ich es mal probiert. Also nichts, was mich wirklich umhauen tat. Also von daher wäre es wohl ungemoddet lassen. Ich dachte, da gibt es so einen übelst fetten, mega Grafik-Patch, dass es dann aussieht wie GTA 7. Aber nein. Gibt es nicht. Vor allem habe ich heute auch erfahren, durchs Lesen,
dass tatsächlich GTA Vice City nochmal für die PlayStation 3 released wurde und für die PlayStation 4. Wenn das nicht irgendwo, na wohl, GTA-Schnatterei würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber ist auf jeden Fall interessant. Wird ja nicht mit jedem Spiel gemacht. Aber es sieht auf der PlayStation 4 trotzdem nicht großartig besser aus. Ist halt trotzdem nur das Vice City. Auf eine andere CD gebrannt und dann nochmal verkauft. Auch geil. Ach so, richtig, weil das Blöde ist, als die PlayStation 2 rauskam, konntest du wenigstens noch PlayStation 1 Spiele drauf spielen. Als die PlayStation 3 rauskam, konntest du anfangs auf den ersten PlayStation 3 Konsolen noch die PlayStation 2 und PlayStation 1 Spiele spielen. Haben sie aber dann abgeschafft, weil sie gemerkt haben, oh, jetzt bin ich der Meinung, genau nicht, ob das jetzt eine falsche Informationen sind, aber weil sie gemerkt haben, dass sich dadurch die PlayStation 2 selbstverständlich gar nicht mehr verkauft und die 1. Ja, und dann haben sie eingeführt, dass nur noch die jeweiligen Spiele auf der Version funktioniert und nicht abgequält werden kann quasi. Also mit PlayStation 4 kannst du keine PlayStation 3 Spiele bzw. 2 oder 1 spielen. Finde ich ein bisschen schade. Aber ist halt so, ne? Deswegen war es vielleicht ganz gut so, dass ich mich dann ab der PlayStation 2 für den Rechner entschieden habe. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? The Lance is here. Was macht er hier? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Stimmt, der Diaz scheint ja der Typ zu sein, der uns das Koks geklaut hat. Warum muss ich jetzt mit dem Helikopter fliegen, bitte? Nein. One thing puzzling me. What's with Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. Vance? You hate Vance, Vance? Hey, I got enough of that in school! Fast, poor bastard! Where the hell are we headed anyway? Prawn Island! Ooh. You ever fire one of those from a whirly? No! Yeah. I'll get a bit of practice on the way, though! Stimmt, ich kann erstmal ein bisschen üben. Hey, klappt ganz gut. Almost there! We'll make a couple of pairs! So take out as many guns as you can! Das ist auf mich allein gestellt? Nein. Ach, wir sind zu Besuch bei... Habe ich schon... Ja, einen habe ich schon erledigt. Oh, gut. Wenn man ein bisschen ruhiger schießt, passt es. Wir sind ja die Bastarde. Boah. Die Maus, ich muss die mal ein bisschen unempfindlicher einstellen. Oder ich lerne es halt einfach, ne? Ja, vielleicht das Leichteste. Der Helikopter hat noch relativ guten Zustand. Ey, flieg nochmal hin, komm, ich will noch ein paar Mistkerle den Chaos machen. Guck mal, da stehen auch noch ein paar Fahrzeuge. Die kann man doch mal schnell hochjagen. Zack. Steht da noch jemand? Ach, guck mal, hier hinten. Die wollten wohl gerade Tennis spielen auf kaputten Tennisfeld. Ja, die sind auch nicht glatt. Hey. Boah, so viel Munition, ich würde die gerne einsammeln. Ah ja, wo sind denn die überall verteilt? Natürlich noch das Haus von vorne.
easy. So, und nun? Oh. Easy, ich mach's fertig. Oh, die haben schon bessere Waffen. Oh nein, ich möchte nicht allein. Ich habe nur 39 Energie. Kriege ich wenigstens noch irgendwie irgendwas? Hä? Muss ich jetzt aussteigen? Ja, ich kann nicht aussteigen. Hol das Geld auf dem Dach. Du bist witzig. Ich habe zu wenig Energie, Jungs. Hier wird nicht mehr geschossen. Vor allem, wie komme ich denn hier rein? Ich denke, wir werden wohl erstmal einen Ring ums Haus laufen. Um zu, um erstmal hier das Gebiet anzugucken. Na, das ist schon mal sehr wichtig. Bevor man in den Krieg geht, erstmal gucken. Hier ist der Eingang, gut. Auf jeden Fall wollte ich noch vorhin sagen, der Diaz, der ist relativ aggressiv, möchte ich mal so sagen. Ist noch wer? Ja, ist. So, jetzt traue ich mich eigentlich nicht hinein. Ah, gut. So. Hier muss doch irgendwo ein Herz rumliegen, oder? Was meint ihr? Mehr Munition, die kann man... Doch, Munition kann man aufsammeln, nur die Waffe nicht. Okay, das ist in Ordnung. Ich bin übelst angespannt, weil wir eben so wenig Energie haben. Von wo hat's denn hier gerade geschossen? Hä? Von irgendwo schießt es, schießt es hier doch noch? Ah. Jetzt sind wir gleich auf dem Dach, das ist sehr gut. Vielleicht holt er uns ja wenigstens mit ab. Komm, hol uns ab, hol uns hier raus. Alter, das wäre krass, wenn wir die Mission gleich beim ersten Mal schaffen. Vor allem mit so wenig Energie. Oh, der hat uns abgeholt. Ich weiß es nicht. Ich finde es trotzdem komisch, dass die zwei unter einer Decke arbeiten. Ich glaube, da ist was koscher dran. Der Rückflug ging jetzt schnell. Alle Brücken zum Festland sind wieder geöffnet. Was? Können wir jetzt ganz rüber? Das wäre mal voll geil. Das heißt aber, wir hätten innerhalb von 5 Folgen oder so schon die zweite Insel und die letzte freigeschalten. Na gut. Ach. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, Senor, I believe you are a man who can get things done. So please, stimmt. You can find me at the boat, huh? Was hat er denn schon wieder, hm? Wo drückt denn der Schuh? Aber erstmal will ich gucken, ob die Brücke wirklich auf ist. Fahr mal ein Taxi. Ich fahr wohl selber. Call this socialism in action. Hey, ich will Ratsche senden einen. Oh, es wäre so geil, wenn wir mal wieder auf die andere Insel fahren könnten. Hier ist Energie. Ist tatsächlich auf. Ich habe das echt nie in Erinnerung, dass es so schnell ging. Aber ist scheinbar so. Leck mich fett. Wir sind schon auf der zweiten Insel. Coole Sache. Also so wie ich es früher in Erinnerung habe, entweder bin ich da so viel sinnlos rumgefahren, weil ich dachte immer, das dauert übelst lange, bis du da drüben bist. Und ich sag mal so, wir kommen auch echt gut voran. Aber trotzdem heftig. Hatte eigentlich jetzt auch keinen größeren Grund, dass ich gerade drüben lang fahre. Und noch mal kurz hier. In Erinnerung. Oh. Eigentlich wollte ich nur diese Weste einsammeln. Jetzt kommen wir auch wieder zurück. Jetzt brauche ich... Warte mal, hier ist ein Motorradclub. Ja. Und es steht immer noch ein Motorrad draußen. Sehr schön. Eine Harley Davidson. Haben wir auch einen richtigen Sender aufgelegt. Ach schön. Dann machen wir doch nochmal schnell hier zum... C-Typen fahren.
sehen, was er hat. Ich denke, es wird auf jeden Fall nicht einfach ist. Aber wir sind gut gewappnet. Wir haben 100% Leben. Wir haben eine kugelsichere Weste. Was soll uns schon noch passieren? Oh. Da war gerade ein SWAT-Auto. Aber naja. Oh. Mit dem Motorrad sind wir eigentlich ganz stilvoll unterwegs. Das sind meine Ladezeiten. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt neuerdings das Spiel Goldrausch gekauft. Also hier von, ich weiß nicht, wer es kennt, auf D-Max, Goldrausch in Alaska. Klasse Sendung, du schiebst gerne an. Habe ich mir jetzt mal das Spiel zugelegt, was echt Spaß macht, aber ich Ewigkeiten. Ich habe bestimmt 5 oder 6 Stunden lang nur geschaufelt. Aber macht Spaß wie Sau. Fakt ist aber, in dem Spiel, die Ladezeiten sind echt abnormal. Du fährst von deinem Claim einfach nur in der Stadt und das lädt erstmal gefühlt 3 Minuten. Das ist schön. Hoffe, das wird mal noch weggepatcht. Aber ich bin gespannt, was es in den Spielern wird. Kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Vielleicht zeige ich das mal in einem Livestream oder so. Von Let's Plays ist, denke ich, nichts. Aber im Livestream können wir das mal zusammen spielen. Aber jetzt sind wir erstmal in Vice City und kümmern uns um unser Koks und unser Geld. Diaz was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud, no matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous debts would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Ben? Ein Militärgerät. Besorgt das militärische Fahrzeug, das durch die Stadt gefahren wird. Probier's. Ah ne, dann nehmen wir aber jetzt mal nicht das Motorrad. Man fällt da immer so leicht auf die Nase. Wollen wir doch mal gucken, was hier durch die Stadt kutschiert wird. Ob es ein Panzer ist. Panzer war cool. Ich fahr gern Panzer. Sorry. Gucken wir mal ganz kurz auf den Map. Ja, ist auf der anderen Seite. Okay, kein Problem. Fahren wir halt rüber. Muss man halt nur wissen, ne? Ist ja jetzt hier alles auf, was ich immer noch unfassbar finde. Das war ein bisschen zu scharf gebremst. Na komm, zeig mir, was du bist, was ich begehre. Oh, okay. Ist ein Panzer. Finde einen Weg, den Panzer zu klauen. Wie klaut man denn einen Panzer? Hä, finde einen Weg, den Panzer zu klauen? Das weiß ich schon nicht mal, wie das geht. Jungs, darf ich mal euren Panzer ausparken, ausborgen? Ich würde ihn auch irgendwann mal wiederbringen. Was ist denn, wenn ich mich einfach mal davor stelle? Convoy! Halt! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Okay, Fahrzeug wird beschafft. Ey, fahrt es doch nicht ganz so weit weg. Oh, das tut mir leid, dass ich im Weg stand. Das war nicht meine Absicht. Vielleicht mussten wir uns zwischen Panzer und... Ich hab ein bisschen Respekt. Auf jeden Fall bleiben die da stehen. Das ist schon mal interessant. Was ist, wenn ich mich hier hinstelle? Convoy! Halt! Civilian! Move away from the tank! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Oh krass, ich hab einen Panzer! Ich hab einen Panzer geklaut!
Aber ich fahr gerade irgendwie in die falsche Richtung. Ich sitze im Panzer. Okay, gut. Da geht aber gleich hoch. Das könnte zum Problem werden. Ich finde es ein bisschen interessant, dass bei GTA das so gemacht ist, wenn du gegen einen Panzer fährst, dass da gleich jedes Fahrzeug hochgeht. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube in echt ist das nicht ganz so. Aber ich glaube, wir haben genug Zeit, den Panzer abzuliefern. Man fühlt sich echt sicher in so einem Panzer. Die Garage ist ein bisschen klein, oder? Ich würde aber aufpassen, der Panzer geht gleich hoch. Oh, nur 2000, wir haben einen Panzer geklaut, Gott verdammt. Da habe ich jetzt echt ein bisschen mehr erwartet. 2000 Latten, ey. Da kannst du noch nicht mal so eine Kette für so einen Panzer kaufen. Geizhals. Dem machen wir keine Mission mehr. Ich habe fühle mich gerade ein bisschen benutzt und ausgenutzt. Warte mal, wir haben jetzt 10.000 Latten. Können wir uns dann nicht auf dieser Seite ein Gebäude kaufen? Warte mal, Legende ist L. Ja gut, sagt mir jetzt mal gar nichts. Die Wohnungen sind ja scheinbar nicht eingezeichnet. Aber ich glaube... zu wissen, wo eine billige Location ist. Irgendwie, ach gut, das war keine unsichtbare Mauer. Aber irgendwie dort hinten war ein ganz billiges Zuhause, glaube ich. Was wir uns mal zulegen könnten. Lass uns mal noch kurz vorbeigucken. Weil jedes Mal rüber dann zu unserem Hotel zu fahren, um zu speichern. Das ist jetzt vielleicht unbedingt die praktischste Lösung. Guck mal, da oben fliegt ein Zeppelin. Ja, da kann ich auch bald schon wieder den nächsten GTA-Teil installieren, wenn es so weitergeht. Freue mich wie ein Schnitzel. So, das war hier irgendwo... Jetzt müssen wir halt noch wissen, wo. Oh, geil. Jo, der Sprung, der funktioniert sehr gut, wenn ich ja machen wollte. Scheiße, jetzt hängt die Karre. Oh, guck mal, wir hatten so runter einen Beifahrer. Oh, wie geil. Hat der Oma sich doch mal entschieden auszusteigen. So, hier könnte es gleich ein bisschen laut werden. Wo war denn hier das Gebäude, was ich kaufen könnte? Fahren Sie mich mal zu einem... zu einer kaufbaren Immobilie. Gut, dann machst du es halt selber. Sag mal, das war doch hier in so einer, so ein Zwischengang. So eine übelst heruntergekommene Gegend. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich mal noch ein bisschen auf die Suche machen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.